Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachschlag, dem digitalen Lexikon der KH Mainz. Das Thema heute ist Digitalisierung, eines der wichtigsten Themen der modernen Gesellschaft. Was bedeutet Digitalisierung? Auf der rein technischen Ebene ist Digitalisierung leicht zu erklären. Es handelt sich eigentlich um die Umwandlung von analogen Daten zu digitalen Daten, sogenannten binären Daten, 0 und 1. Der Vorteil dieser Umwandlung besteht darin, dass Computer mit binären Daten unglaublich schnell umgehen können. Die Hochleistungsrechner unserer heutigen Zeit können diese Daten wahnsinnig schnell verarbeiten und können sie unglaublich schnell von einem Ort zu einem anderen Ort transferieren. Mediziner, Wissenschaftler können ihre Befunde, ihre Ergebnisse fast ohne Zeitverlust an jeden Ort dieser Welt transferieren, wenn sie digitalisiert sind. Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung besteht darin, dass ich nicht mehr viele Medien brauche, wie zum Beispiel Bücher, Schallplatten, Filme, sondern nur noch eins, nämlich das digitale Medium, auf dem ich alle Informationen speichern kann, aus welcher Quelle sie auch immer kommen. Der Vorteil von Digitalisierung ist also die Schnelligkeit, die Zuverlässigkeit und die Platzersparnis. Ich habe im digitalen Medium einen ganz geringen Platz für unglaublich viele Daten. Ich kann die Daten überall hin mitnehmen, im Handy, im Laptop, im Tablet und kann sie von einem Ort zum anderen ganz schnell transferieren. Deshalb sagen auch viele Soziologen, Digitalisierung ist eine logische Schlussfolgerung unserer Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft auf Pluralität beruht, auf Globalisierung und auf Mobilität. Und genau das bietet uns die Digitalisierung. Allerdings gibt es auch viele Menschen, die warnen vor der Digitalisierung, denn die Frage bleibt natürlich offen, was passiert mit den ganzen Daten, die wir digital generieren und digital speichern? Weiß ich denn, welche Datenspuren ich im Internet hinterlasse? Weiß ich, was mit meinen Daten auf Facebook, Twitter passiert und wozu diese Daten verwendet werden? Da kommt wieder die Pädagogik ins Spiel. Wie kann ich junge Menschen fit machen, sodass sie wissen, was mit den Daten in der digitalen Welt passiert? Spannendes Thema, mehr dazu im Gespräch mit Andreas Büsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachschlag, dem digitalen Lexikon der KH. Ich habe heute einen Gast an mir eingeladen, nämlich Professor Andreas Büsch, Medienpädagoge der Katholischen Hochschule in Mainz. Mit Andreas Büsch möchte ich gerne sprechen über das Thema schlechthin der heutigen Zeit, nämlich über Digitalisierung. Okay. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, müssen wir vielleicht erstmal klären, was ist Digitalisierung eigentlich? Naja, der lexikalische Begriff, der aber zugleich auch ein bisschen technologisch verkürzt ist, heißt, Digitalisierung ist die Übertragung jeglicher Form von analogen Signalen, also Schall oder optischen Informationen, in deren digitales Äquivalent, also etwas, was man dann eben speichern kann und digital weiterverarbeiten kann. Digital heißt immer 0,1, wenn ich das richtig weiß? Richtig. Also immer diskrete Daten. Genau. Das heißt, es sind eben abgestufte Daten. Es gibt eben, genau wie du schon sagst, nur 0 oder 1, Strom an, Strom aus, das, was der Transistor beim Schalten darstellen kann. Mit ganz vielen Transistoren auf einmal kann man dann natürlich sehr viele Möglichkeiten und Abstufungen haben, aber letztlich ist es immer eine Abstufung. Also jede noch so schöne analoge Kurve ist digital immer eine Treppe. Nur sind die Rechenkapazitäten, die Speicherkapazitäten, auch die Darstellungsqualität inzwischen so gut, dass wir das mit unserem Sensorium kaum noch bemerken. Mhm. Jeder redet über Digitalisierung. Wir sagen, alle Daten sind fast digital oder alle werden umgewandelt in digitale Daten. Warum machen wir das eigentlich? Was ist denn der Vorteil von Digitalisierung? Naja, der große Vorteil ist, dass ich nicht große Mengen von Papier, Platten, Speicher, Datenträgern oder so etwas mit mir rumtragen muss, sondern alles auf inzwischen immer kleiner miniaturisierten Speichermedien bei mir haben kann, beziehungsweise überhaupt nichts mehr bei mir habe, sondern direkt die Daten in der Cloud, also auf einem irgendgearteten zentralen Speicher, auf den ich mit meinen Endgeräten zugreifen kann, habe. Das ist natürlich ein unheimlich praktischer Vorteil, denn es ermöglicht mir jederzeit und überall zu lernen, zu arbeiten, mich zu unterhalten. Das, was vorher an konkrete Räume oder an ganz bestimmte Geräte gebunden war, also um einen Film zu sehen in den 50er Jahren, musste man in die Kinos gehen. Irgendwann ab den 60er, 70er Jahren konnte man den Film zu Hause auf dem Fernseher sehen. Heute kann ich jederzeit und überall einen Film sehen. Auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet, auf dem Notebook oder einem stationären PC. Das heißt, die Digitalisierung ist auch eine Basis, dass Dienste und Angebote zusammenwachsen. Stichwort Konvergenz. Das führt uns vielleicht schon zur fast wichtigeren Frage, nämlich die Frage, was macht die Digitalisierung mit unserer Gesellschaft? Ich würde es gerne mal so grob stellen, um dir die Möglichkeit zu geben, jetzt darauf zu antworten, was du für wichtig hältst.
Das ist eben die spannende zweite Bedeutung. Die technische ist die Basis. Ich sehe das so, dass die Dinge, wo die Mathematiker und Informatiker schon in Mitte des letzten Jahrhunderts darüber gesprochen haben, nämlich Algorithmen, Big Data und eben computerbasierte Intelligenz, heute tatsächlich in eine Phase gekommen sind, wo wir die praktischen Auswirkungen im Alltag spüren. Und das wirklich, glaube ich, inzwischen in jedem gesellschaftlichen Bereich. Ob es Lernen, ob es Arbeiten, ob es Unterhaltung ist, die Frage, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander handeln. Wir brauchen nicht mehr zentrale Stellen. Wenn du ein Taxi brauchst, hast du früher klassisch die in deiner Stadt gültige Nummer der Taxizentrale angerufen und die haben dir dann jemand geschickt. Heute hast du diese Möglichkeit, aber du hast auch die Möglichkeit, irgendeine alternative Plattform zu nutzen, wo Menschen direkt anderen Menschen eine Dienstleistung wie ich fahre dich von A nach B oder ich nehme dich mit zur Verfügung stellen. Mhm. Beim Wohnen, also befristet oder im Urlaub kennen wir das auch schon, Menschen durchaus strittig, auch politisch strittig, bieten eben ihre Wohnungen teilweise an, vermieten unter und so weiter und so fort. Wir haben also völlig neue Möglichkeiten der Interaktion, wir haben völlig neue Möglichkeiten des Arbeitens und wenn wir jetzt nochmal auf unseren schulischen, hochschulischen Bereich gucken, wir haben auch völlig neue Möglichkeiten, wie wir Informationen speichern, verarbeiten und zur Verfügung stellen können, was letztlich auch wiederum die Basis für andere Lernformate ist, so etwas wie E-Learning, Blended Learning. Du bist Medienpädagoge bei uns in der KH, nutzt du Digitalisierung? Wahrscheinlich blöde Frage, natürlich machst du das. Kannst du uns einen kurzen Einblick mal geben, wie du Digitalisierung zum Beispiel in Lehrveranstaltungen oder sonstigen Seminaren, Veranstaltungen nutzt? Also für mich persönlich ist es tatsächlich eine ganz wesentliche Entwicklung gewesen. Ich bin die ersten 4 Jahre hier zur Hochschule gependelt. Meine Familie wohnte etwas weiter weg. Und ich hatte natürlich von Anfang an ein Interesse, nicht große Papierstapel jede Woche mit mir hin und her tragen zu müssen, sondern möglichst alles eben digital bei mir zu haben, sprich die Anschaffung eines Notebooks war bei Antritt dieser Stelle für mich Selbstverständlichkeit. Was ich mir damals überhaupt noch nicht vorstellen konnte, ist, dass ich meine Daten nicht bei mir haben würde auf der Festplatte, sondern dass ich sie, was ich heute durchaus mache, eben in Cloud-Service, in gesicherte Speicherumgebung, Kennwortgeschützt und so weiter ablege, um sie eben tatsächlich jederzeit und überall, solange es eine Netzverbindung gibt, nutzen zu können. Was hier die Lehre angeht, ich habe mit der Modularisierung unseres Studiengangs Soziale Arbeit habe ich damals angefangen, ein bisschen mit E-Learning zu experimentieren. Es gibt hier in Rheinland-Pfalz einen virtuellen Campus Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern gehostet, ein Serviceangebot für die Hochschulen, wo eben auch eine E-Learning-Plattform zur Verfügung stand. Und ich habe die Studierenden eingeladen, auf freiwilliger Basis das doch gemeinsam mit mir mal auszuprobieren und das einige Jahre eben als Begleitangebot, insbesondere zu den Pflichtveranstaltungen, Vorlesungen und so genutzt. Ansonsten haben wir natürlich auch im praktischen Bereich, also was die medienpraktischen Angebote angeht, einen deutlichen Wechsel. Ich denke, in der Zeit, die ich hier bin, ist das schon spürbar. Aber auch wenn ich nochmal zurückgucke, ich kenne meinen Vorgänger ganz gut, ist das noch viel deutlicher, dass wir schon auch noch die ästhetischen analogen Medien hier im Blick haben und featuren, aber dass eben immer mehr digitale Angebote dabei eine Rolle spielen, bis hin zu so Sachen wie Apps und Mobiles. Mit natürlich auch den ganzen Fragen, die da dran hängen und die für die Studierenden auch hochrelevant sind, auch im professionellen Kontext, sowas wie Datenschutz, das Thema der informationellen Selbstbestimmung und. Bevor wir da vielleicht nochmal drauf kommen, kurz die Zwischenfrage, du bist im Fachbereich Soziale Arbeit tätig. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die haben ja eigentlich klassischerweise einen eher analogen Job. Sie reden mit Menschen, sie nehmen an der Lebenswirklichkeit teil, sie arbeiten in der Lebenswelt der Menschen. Was würdest du sagen, spielt Digitalisierung in unserem Arbeitsfeld der sozialen Arbeit jetzt eine Rolle und wie wird sich das zukünftig entwickeln? Was denkst du da? Also tatsächlich bin ich der Auffassung, und da stehe ich nicht ganz allein mit in der kollegialen Landschaft, dass das Thema Digitalisierung von der Profession als Ganzer noch nicht hinreichend entdeckt, bearbeitet, beforscht und entwickelt ist. Da gibt es einige wenige Publikationen der letzten Jahre. Dieses Jahr ist noch mal was Neues rausgekommen zu einzelnen Aspekten. Die Relevanz sehe ich aber sehr wohl. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich der Beratung. Wenn ich ein großer Träger bin, habe ich bisher die Not gehabt, eben auch in ländlichen Gebieten irgendwie eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, Menschen vor Ort zu haben, Anlaufstelle zu sein und so weiter und so fort. Mit den Möglichkeiten, die ich durch Online-Beratung habe, also in den klassischen Formaten mit Chat-Angebot, wenigstens Mail-Angebot oder eventuell sogar mit Foren, kann ich natürlich mich viel breiter aufstellen, komme weg von Öffnungszeiten, komme nochmal mit einer neuen Niedrigschwelligkeit auch an die Leute ran. Also man muss gar nicht erst diese eventuell ja schambehaftete Grenze, ich gehe da zu dieser Beratungsstelle überschreiten, sondern kann eben relativ anonym
am heimischen Gerät oder so seine Frage, sein Problem schildern und in Kontakt treten. Mhm. Das, finde ich, ist ein Riesenbereich. Das heißt, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter müssen sich digital auskennen, müssen die Möglichkeiten nutzen können, wenn sie in Zukunft arbeiten mit Menschen? Müssen sie in jedem Fall, nicht nur in Zukunft, sondern auch jetzt schon. Ein zweiter Bereich, der seit Jahren durchaus etwas breiter diskutiert wird unter dem Stichwort Sozialinformatik, also all das, wo wir bisher, was weiß ich, analog eine Falldokumentation gemacht haben, das geht ja auch schon digital. Und da brauche ich ganz klar bei unseren Studierenden auch eine kritische Kompetenz, denn so ein System formatiert ja auch meine Arbeit. Wenn ich eben bisher im Freitext alles aufgeschrieben habe, was mir nach einem Beratungsgespräch einfiel, was mir wichtig war, was ich dokumentieren möchte, damit auch eine Kollegin, eine Kollegin mit auf den Fall gucken kann, gibt es jetzt eventuell bestimmte Abfragefelder, die einen Gedanken gar nicht erst nahelegen oder mich in den Zeichen begrenzen, also sehr platte Beispiele. Aber genau da muss man natürlich solche Systeme auch hinterfragen, inwiefern sie eben Arbeit wirklich vollumfänglich unterstützen. Vielleicht verkomplizieren, weil eben ein ganz tolles System, aber eben von einem Informatiker her gedacht und nicht vom Anwender her, eher schwierig in der Bedienung ist oder so. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Bereiche, die wir entwickeln müssen. Letztlich ist das ein Stück weit durchaus meine Profession, nämlich Medienkompetenz zu vermitteln. Da würde ich gerne nochmal einsteigen. Stichwort Medienkompetenz. Es gibt ja auch viele Menschen, die warnen vor der Digitalisierung, die eher Gefahren sehen. Könntest du vielleicht nochmal skizzieren, welche Bedrohungen gibt es auch mit der Digitalisierung und wie müssen wir vielleicht auch Menschen vorbereiten, um diesen Bedrohungen umzugehen? Ich möchte auf keinen Fall jetzt hier in so einen kulturpessimistischen Diskurs einsteigen. Der wird durchaus geführt, also mindestens mal Untergang des Abendlandes. Da gibt es die einschlägigen Propheten, die solche Dinge ja gegen viel Geld publizieren. Das finde ich einigermaßen ahistorisch, denn ich sehe durchaus in der Entwicklungsgeschichte der Medien, dass jedes neue Medium das war dann eben das hohe Lied der Sprache, was ein Platon zugeschriebener Dialog da singt. Die Menschen würden jetzt ihre Gedächtnismerkfähigkeit verlieren, weil sie alles aufschreiben würden. Also will sagen, seitdem ist das jeweils neue Medium immer unter so einer Art Generalverdacht gestellt worden. Du weißt selber als Pädagoge um die Debatten um Jugendschutz mit Aufkommen von Film, Schmutz, Schund, Literatur, diese Dinge. Da will ich nicht hin. Aber es ist natürlich so, dass diese fantastischen neuen Möglichkeiten durchaus ambivalent sind. Mhm. Ich lehre nicht nur im Bereich sozialer Arbeit, sondern auch in der praktischen Theologie. Mhm. Auch für kirchliche Bezüge, kirchliche Arbeit hat das einen immensen Wert. Frage, wie stellt sich Verkündigung auf? Wir haben niedrigschwelliger denn je Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sich zu äußern, seine Meinung kundzutun. Das ist fantastisch, das ist großartig, das würde uns Kontext Habermas ganz neue Formen von Deliberation ermöglichen, wenn denn alle Menschen es auch so im positiven Sinne nutzen. Wir erleben aber Stichwort Hate Speech, Stichwort Fake News und so weiter, und das sind ja nur so die Holzschnitte an der Oberfläche, sehr wohl, dass Menschen eben auch immer in der Lage sind, ein Medium negativ zu nutzen und Disruption dann eben in einem negativen Vorzeichen zu betreiben. Und deine Studenten, deine Studierenden, bereitest du vor, damit kritisch umzugehen mit dem Medium? Was ist der Ratschlag, den du uns mitgeben kannst in Bezug auf diese Gefahren, Hate Speech, Cybermobbing? Ratschläge finde ich schwierig, aber Merksprüche fürs Leben vielleicht. Eine neue Entwicklung zu ignorieren, ist, glaube ich, keine kluge Idee, um mit ihr umzugehen. Das sage ich ganz bewusst, weil ich erlebe soziale Arbeit und auch die Studierenden jetzt schon noch so sehr breit aufgestellt. Einige haben durchaus selbstverständlich eine eigene Praxis. Es gibt aber tatsächlich, das erlebe ich in den praktischen Seminaren immer wieder, auch noch Fundamentalverweigerer, die sagen, ich will kein Smartphone, maximal ein Tastenhandy, das ist alles hier vom Datenschutz, ist mir zu heiß. Okay, ist eine akzeptable Haltung, müssen wir reden. Was wir brauchen, ist eben wirklich zunächst mal Kenntnisse, nicht dem großen Hype in den Publikumszeitschriften folgen, sondern wirklich hinterfragen, was ist dran, was ist möglich und wo sind eben auch die Risiken. Das ist, denke ich, die zentrale kritische Kompetenz. Die muss einhergehen mit Wissen über Dinge, dass ich mich informiere. Es gibt eben Anbieter von Suchmaschinen, die sehr ordentlich mit meinen Daten umgehen. Und es gibt andere sehr, sehr, sehr große Anbieter, wo ich eben immer wieder mal Fragen habe, was die eigentlich so alles einsammeln. Mhm. Da muss jeder für sich letztlich reflexiv und auch ethisch zu einer Entscheidung kommen. Welche Wertmaßstäbe gelten für mich? Wie viel Komfort will ich? Und wie viel Verlust an informationeller Selbstbestimmung nehme ich dafür in Kauf? Mhm. Das ist eine Entscheidung, die letztlich jeder treffen muss und die wir hier natürlich mit einem Blick auf die Profession auch durchaus nochmal aufbereiten müssen. Als Selbstbestimmung, als digitale Selbstbestimmung, könnte man sagen, als Bildungsziel. Absolut. Mhm. Schön, mit diesen Worten, denke ich, haben wir das Feld zumindest mal angetastet. Ich danke ganz herzlich Professor Andreas Büsch. Danke fürs
Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Nachschlag. Tschüss!